Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei Hasi kocht, unbeschwert am Herd. Heute machen wir mal was ganz was Besonderes. Ich habe hier jetzt hergerichtet ein Kalbsrückensteak. Ich habe hier zwei schöne Stücke geschnitten und habe die dann jetzt vakuumiert. Wenn ihr keinen Vakuumierer habt, lasst es euch vom Metzger vakuumieren. Aus dem einen Grund, wir wollen das jetzt Sous-Vide garen. Bei Sous-Vide garen gehen wir einfach her und geben das in der Dampfgarer und es wird dann, das Eiweiß denaturiert dann mit ganz langsam. Umso langsamer das denaturiert, umso weniger Garverlust haben wir dann beim Fleisch. Das heißt, beim Sous-Vide-Garen haben wir jetzt in diesem Fall ungefähr 2% Garverlust. Als Beispiel, wenn wir es jetzt Niedertemperatur garen würden, haben wir 7%. Wenn wir es normal schmoren, bis zu 25% bei Sous-Vide 2. Ich glaube, wir haben es hier jetzt vakuumiert, in einem Vakuumierbeutel drin. Und jetzt lassen wir das Eiweiß da drin ganz langsam denaturieren. Und ihr macht Folgendes, ihr nehmt das Fleisch, schaut dann bitte auf eine Tabelle, oder wenn ihr auch das wisst, wie ihr das wollt, welchen Garpunkt ihr wollt, dann stellt ihr euren Dampfgarer 2 Grad niedriger ein, wie ihr das euch denkt. Also, ich will jetzt einen Garpunkt haben von ungefähr 58 Grad im Kern. Also stelle ich meinen Dampfgarer auf 56 Grad ein. Und dann kann ich das Fleisch da drin so lang drinnen lassen, wie ich will. Ich bin nicht zeitgebunden, weil das kann mir nicht übergaren. Es geht ja quasi nicht über 56 Grad hinaus. Darum nehme ich jetzt das Fleisch, habe das nicht gewürzt. Man kann das vorher ein bisschen würzen, aber man sollte dann gerade mit Knoblauch, Zwiebel und sowas ganz vorsichtig sein, weil der Geschmack wird durch das Vakuum unheimlich verstärkt. So, also ich habe jetzt hier meinen Dampfgarer eingestellt auf 56 Grad. Wir brauchen mindestens 35 Minuten ungefähr, bis das jetzt gegart ist, aber hinten raus eigentlich egal, können wir es auch 2 Stunden drin lassen, passiert gar nichts. Wie gesagt, es kann mir nicht übergaren. Mal jetzt hier auf, legt es hier drauf. So, und jetzt lassen wir das einfach mal garen. Und jetzt haben wir schon mal ein Kalbsrücken. So, und dazu machen wir heute was Einfaches eigentlich, aber man kann es natürlich auch kompliziert machen, und zwar Spätzle. Spätzle, ganz normale Spätzle, ja ganz normal machen wir sie nicht, aber wir machen hier Rucola-Spätzle heute. Ich zeige euch, wie ich die mache. Es geht ratzefatze und da dazu machen wir einfach gleich ein bisschen frische Pilze. Ich habe hier Kräuterseitlinge, ich habe hier Champignons, ich habe hier frische Pfifferlinge und habe hier weiße Soße. Das Rezept ist gar kein Problem, das könnt ihr euch rauslassen, haben wir auch schon ein Video davor gemacht. Dann habe ich hier Eier auch schon mal aufgeschlagen. Macht einfach immer ein bisschen mehr, weil die Arbeit beim Spätzle machen ist ja eigentlich immer das Aufräumen. Ja. Und ob ich jetzt 20 oder 30 Eier mache oder von 2, die Arbeit beim Aufräumen ist ja nach wie vor da. Dazu brauchen wir ein bisschen Salz, ich nehme ein bisschen Kräutersalz und Spätzlemehl. Ich nehme auch gerne Weichweizendunst, wenn ihr das herkriegt. Ich habe sogar einen Dinkel-Weichweizen. Ist eine ganz tolle Sache und es ist noch feiner wie hier dieses Spätzlemehl. Und da geht es einfach darum, wenn das so schön fein ist, dann gibt es auch wirklich knackige Spätzle, die man auch immer wieder mal regenerieren kann. Ja? So, dann brauchen wir dazu, ja, ich komme aus dem Allgäu, da nimmt man halt so einen Schnipflershobel. Es gibt natürlich auch sowas, wo man es dann drauflegt und durchschabt. Oder in andere Regionen drückt man das halt durch. Aber wie gesagt, ich komme aus dem Allgäu, da gibt es halt nur die Knöpfle. So, also legen wir gleich los, weil das ist ganz einfach. Wir nehmen hier jetzt mal den Rucola. So, den könnten wir jetzt mit dem Messer halbieren. Ich verrupfe jetzt einfach mal und mache den jetzt hier mal da rein. Bums, die Bums. So. Und haben wir alle. Gerade gleich.
Das Gleiche könnt ihr jetzt machen natürlich mit Spinat, mit Petersilie, mit Tomate, das spielt alles keine Rolle. Ein bisschen Wasser dazu. So rum geht's. Jetzt machen wir dazu. Und jetzt mixen wir das Ganze. So, schalte auch aus. So, jetzt nehmen wir das. Dann haben wir hier die Eier. Machen wir mal das Apparätle hier wieder weg, das brauchen wir nicht mehr. Stellen wir mal auf die Seite. So. Und jetzt machen wir das ganze Rucola-Gedöns da rein. Schaber. Mach das da rein. So. Wie gesagt, Spinat oder sonst was, das spielt jetzt keine Rolle. So. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir da wunderbare grüne Masse. Da machen wir jetzt ein bisschen. Das ist Gold natürlich, wer jetzt denkt. So. Und ein bisschen Kräutersalz. Und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt. Die meisten machen den Fehler, und machen bei den Spätzle Mehl in der Schüssel und dann Eier drauf. Da außer Gottes Wille, das ist ja viel zu kompliziert. Ja. Hier nehmen wir natürlich jetzt erstmal die Eier und jetzt tun wir das mit den Händen oder mit so einem Schaber, wie ihr wollt, da einrieseln lassen. Step by Step. Wenn zuerst das Mehl drin ist, das ist genau das gleiche Problem, wie wenn wir jetzt einen Brotteig, wenn wir schon aufketten, dann habe ich immer am Anfang einen Boller und Zeug und was weiß ich für ein Zeug. Und da kann ich das jetzt einrühren, wie ich will. Und ob ich jetzt 10 Euro habe oder ob das jetzt 30 sind, das geht ritze, ratze, fatze. So, sieh, aha, der ist noch zu dünn. Macht man ein bisschen Mehl dazu. Der braucht gar nicht so alt dick sein. So, nochmal ein bisschen. Fertig. Das ist der ganze Witz. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Salzwasser stehen. Das kochen wir jetzt hier auf. Dann hobeln wir das hier rein. Gleich ein bisschen mehr machen wir noch nicht, darf schon ein bisschen dicker sein. Aber ihr seht, ihr könnt das jetzt wirklich variieren. Passiert gar nichts, gibt einen richtig schönen glatten Teig, weil ich eben zuerst die Eier da reinmache. Und wenn ihr natürlich erst das Mehl da reinmacht und dann ist das eingefieselt und eingedue. Schlägt man das noch ein bisschen. Gut im Singen. Nehmen wir den Hobel. Und nochmal warm laufen lassen. Ich nehme gleich noch ein bisschen Wasser, kaltes, zum Abschrecken. Weil wir ja mehr haben, wie wir brauchen. Und dann hobeln wir das hier rein. Das ist so ein Essen, das kann man nachts noch schnell machen, wenn man Hunger hat. Und gerade wenn wir einen Dampfbackofen haben, wir können regenerieren. Das heißt, ich mache immer Spätzle viel mehr. Gefrier die ein, hol die raus, lass die auftauen und dann wieder regenerieren. Eine ganz tolle Sache.
Einfach auf ein Blech Käse dazu, Kässpätzle. Ja. Ganz, 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 ganz einfach. So, und jetzt hobeln wir das da rein. Wie gesagt, geht auch das oder so zum Durchdrücken. Unser Fleisch gart jetzt nebenher. Wir müssen nicht danach schauen, das Eiweiß denaturiert von dem Fleisch. Und wenn wir dann hiermit fertig sind, gehen wir her, holen das nur raus und braten das an. Und dann machen wir die Röststoffe. Das ist natürlich ein Riesenvorteil von Sous-Vide-Garen. Auch nicht nur, dass es jetzt kein großartiger Garverlust ist, sondern wir können es natürlich auch wunderbar vorbereiten. So. Ja, den kann man auch dicker machen, den Teig. Muss man aber nicht. So gibt es auch eine schöne Tropfenbildung. Warte gleich sehr. Manche meinen, man muss das so ein richtiger, fetter, dicker Teig machen. Nee, nee. Dann muss ich mich auch gar nicht so verleiden mit dem Durchhobler. Ja, schon fertig. Cool, oder? Vor allem, das schmeckt schön nussig. Da könnt ihr dann auch ein Paprika-Ragout dazu machen oder so. Tomaten-Ragout oder was, whatever. Ist einfach eine wunderbare Beilage und mal was anderes, wie jetzt bloß normale Spätzle. Bitte einmal aufkochen lassen. Na, jetzt gang noch. So, jawohl, jetzt fängt es an kochen. Dann schrecken wir das ab. Jetzt seht ihr, es gibt wunderbare Spätzle. Es braucht gar kein so ein dicker Teig sein. Da haben wir sogar eine schöne Tropfenform bei den Spätzle. Aber bitte einmal kurz aufkochen, dass sie auch gar sind. So. Ein bisschen runterschalten. Jetzt tut er wie so. So, machen wir noch ein bisschen Teig wieder rein. Nichts verschwenden. Kann gar nichts passieren. So, stellen wir das wieder drauf, schaltet hoch. Das Ganze zum Spülen in kaltes Wasser gleich einweichen. Bitte immer kaltes Wasser nehmen. Fühlt sich leichter. So, jetzt haben wir einfach für ein paar Leute Rucola-Spätzle und dann gehen wir schon mal ganz gemütlich über in unser Ragout. Durch das, dass wir natürlich eine weiße Soße haben, sind wir da natürlich auch gleich fertig. So, dann nehmen wir jetzt die Kräuterseitling. Ein wunderschöner Pilz. Ein paar Champignons. Ja, so viel brauchen wir gar nicht. Und ein paar Pfifferling. So. Seht ihr?
das ist halt eine Farbe. Wunderbar. Und in Minuten schnelle gemacht. So, jetzt haben wir unsere Pilze hier geschnitten und die werden wir jetzt schön anbraten. Die Spätzle habe ich jetzt abgesät. Schaut so, da wunderbar, haben wir jetzt schöne grüne Spätzle. Da haben wir, super, und da mache ich jetzt gleich ein bisschen Öl drüber, dass die nicht zusammenkleben. Bloß ein Tröpfchen. So, vermischen wir noch ein bisschen, kriege die Augen einen Glanz. So. Und jetzt mache ich natürlich dann noch etwas, wo natürlich für unsere Neffkunde wieder interessant ist. Und zwar, ich habe die jetzt natürlich im kalten Wasser abgeschreckt. Wie mache ich die wieder warm? Klar, ich kann sie natürlich hier ein bisschen anschwitzen in der Pfanne. Ich kann sie in dem Mikro, ja, das kann man auch. Aber wir haben natürlich die Regenerierfunktion bei uns im Dampfbackofen. 120 Grad, ungefähr 20% Luftfeuchtigkeit. Wir können ohne irgendeinen Verlust, ohne dass irgendwie das trocken wird oder sonst was, einfach alles wieder warm machen mit Regenerieren. Darum habe ich jetzt hier vorgeheizt auf Regenerieren. Ich gebe die Spätzle jetzt hier rein, mache sie dann am Teller wieder warm. Ihr könnt es auch mehr machen auf einem Blech oder so. Und dann mache ich meine Soße und die gebe ich dann oben drauf. Die einfachste Sache der Welt. Eines der allergrößten Vorteile von einem Dampfbackofen ist das Regenerieren. Ist 10 Minuten ungefähr, also ist voreingestellt. Seht ihr, haben wir hier wunderschöne grüne Spätzle. Das geben wir hier jetzt da rein, da seht ihr ja schon, wie das dampft. Blech bzw. Gitter dazu. Da rein. Das Schöne ist, das Teller ist natürlich dann auch heiß und somit bleibt die Speise natürlich wunderbar heiß. So, und jetzt machen wir hier die Pilze. Wie immer, ganz wichtig, wir wollen hier schöne Röststoffe bilden, deswegen das Ganze schön heiß machen. Ich hole inzwischen mal meine Grillplatte, die brauchen wir nachher fürs Fleisch, dass wir das nachher auch schön anrösten müssen. Da brauchen wir auch noch Röststoffe. So, und dann legen wir das jetzt mal hier rein, braten das hier ein bisschen an. Machen wir gleich noch ein bisschen Petersil. Wenn ihr dazu reinhacken könnt. Pfifferling dazu, hoppala, ist nicht schön, kommst wieder da rein. Ich bin so ein Freund von Kräuterbutter. Ich habe meistens leider heute jetzt nicht immer Kräuterbutter parat. Und dann bräuchte ich jetzt hier gar keine Kräuter jetzt reinhaken oder sowas, sondern ich würde jetzt einfach hier mit der Kräuterbutter würzen. Ist eine wunderbare Sache, aber wie gesagt, habe ich heute nicht da, aber ist jetzt egal. Das schön anbraten. So, regenerieren, machen wir nochmal kurz an. Ihr könnt es auch ruhig zweimal reinmachen, das beim Regenerieren, das ist weiter nicht schlimm. Da verkocht euch nichts, gar nichts, also das ist ganz super. So, ein bisschen Hasis Gold auf die Pilze. Dass die schön anbraten, jetzt auseinander machen. Weiße Soße haben wir ja schon abgeschmeckt, brauchen wir gar nichts mehr machen. So, kann man das umdrehen. Kräuter dazu. Weiße Soße dazu. Seite stellen. Das Gericht wäre schon mal fertig.
Jetzt machen wir hier die Grillplatte an. Kombinieren das. So, und jetzt, wie immer, machen wir hier Öl drauf. Hier ein bisschen schöne Gewürze drauf. Ich habe so eine Grillgewürze jetzt auch gerade gefunden. Das nehme ich jetzt gerade so. Wir haben jetzt das Fleisch drin gehabt, ca. 35 Minuten bei 56 Grad. Sieht ganz gut aus, jawohl. Ah, warte mal, ein anderes Handtuch. Macht es lieber ein bisschen länger, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass es genauso gar ist, wie ihr wollt. Ich will jetzt einen Garpunkt haben von 58 Grad. Deswegen habe ich auf 56 eingestellt. Wenn wir das jetzt nachher hier nur schön anbraten, erhöht sich das Ganze immer so um 1-2 Grad noch dazu durch das Anrösten. Dann ist auch das Fleisch richtig heiß und dann haben wir da ein ganz tolles Gericht. So, jetzt holen wir das hier raus. So schaut es jetzt hier aus. Man sieht genau, das Eiweiß ist denaturiert. Deswegen ist das jetzt so hell. Dann schneide ich das jetzt auf. So. Legt das gleich hier rein. Und wenn man das einmal gegessen hat, dann isst man eigentlich nie groß mehr was anderes. Weil es ist so hervorragend. Dann, ich habe jetzt hier die Gewürze mit drin. Jetzt. Dann legen wir das nur noch auf die Grillplatte. Die Spätzle sind fertig. Jetzt erzeugen wir hier die Röststoffe. Das halten wir noch schnell warm. Machen bloß auf 1 Grad auch. Brauchen gibt es natürlich auch eine Warmhaltestufe. So. So, jetzt drehen wir das Ganze. Jetzt schöne Röststoffe. Ja, wunderbar. Schießen wir einmal hoch. Einen Löffel und dann richten wir an. Ein wunderschönes Gericht. Rumstibums. Spätzle. Wunderbar. Keinen Tropfen, nichts vernässt, null. Puh, das Teller ist heiß. Jetzt auf. So, warte mal, das können wir ja hier herstellen. Schaut so. Und jetzt machen wir hier die frischen, knackigen Pilze da drauf. So. Ein bisschen Soße. Bitte. Dann noch ein Stückchen Fleisch dazu. Das nehmen wir hier. Schneide es hier ein Stück an. Und was seht ihr? Wunderbar rosa Fleisch. Es kommt auch kein Tropfen raus. Seht ihr? Und dazu machen wir jetzt einfach 2-3 Rucola-Streusel da dazu. So, ein bisschen Paprika habe ich gerade vorhin noch ein bisschen geschnitten, dass wir da was haben. So, und die schalten wir jetzt aus da. Wunderbar. Und schon sind wir wieder fertig. Rucola-Spätzle mit sous vide gegartem Kalbsrücken und schönem Pilzragout. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn, dann einen Daumen hoch und abonnieren. Wenn nicht, dann behaltet es für euch. Euer Hasen.